Hallo Flo. Hallo. Ach, ich habe ja gar kein Push-to-Talk mehr an. Ich muss das Knöpfchen gar nicht drücken. Oh je. Du kannst gerne mein Knöpfchen drücken, Flo. Okay. Wir sind Piep. Nicht alleine. Doch, sind wir. Wir haben einen Gast. Nein. Ich bin kein Gast, ich bin nur ein Möbelstück. Ich bin einfach nur hier. Okay. Hängt einfach eine Jacke drüber, dann stürzt auch gar nicht. Und du hast schön warm. Das ist richtig. Ach, ach. Und? Jo. Ajo, wenn wir jetzt hier anfangen, kann ich hier nochmal rüber ins Büro gehen. Weil ich muss da noch was, dann muss ich das noch mitnehmen. Meine Kaffeemaschine funktioniert wieder. Ich bin ein bisschen dumm gewesen. Juhu. Ja, mir hat niemand gesagt, dass meine Kaffeemaschine einen Notausschalter hat. Was? Und, also ich habe die Kaffeemaschine an so einer Funksteckdose dranhängen. Ja. Und habe wohl scheinbar irgendwann mal vergessen, die auszuschalten zu haben. Ah. Und dachte dann schon, scheiße, die ist jetzt durchgebrannt, weil es nicht reinging. Mhm. Bis ich dann irgendwann mal im Kasten herausgefunden habe, oh geil, die hat sogar einen Notausschaltknopf. Und den muss man einfach nur rein. Hört ihr das auch? Das sind lustige Geräusche. War ich das? Kommen die von... Ja, ich glaube schon. Ich habe es aber gerade gar nichts gemacht. Ich habe es auch nur gehört. Ich stelle mich mal kurz stumm. Theoretisch, wo ist... Nee, es ist immer noch da. Moment, dann stelle ich mich mal kurz stumm. Bin das wirklich ich? Aber was ist das? Wir haben einen Bermuda-Floh. Ja, aber was ist das? Weil bei mir ist nichts, was Geräusche macht. Hast du also Zufall WLAN oder so? Wo Flo jetzt gerade weg war? Ja, ne, wo Flo weg war, ging's. Flo, hast du DLAN oder sowas? Also so über Steckdose, Internet? Ne, im Moment nicht. Aber jetzt ist es auch wieder weg. Ne, ist ganz leise im Hintergrund noch. Warte mal. Besser? Mhm, glaub schon. Dann war es mein Handy, das hat zu nah gelegen, weil ich den Laptop umgestellt habe. Interessant. Technik. Technik ja. Ist Liebe. Nein. Ach, ja, ach. Jedenfalls habe ich jetzt wieder Kaffee. Alles sehr schön. Ja. Mein Tee ist alle. Ich hatte keine Zeit. Das sind Zeit. Ja unhaltbare Zustände. Ich hatte jetzt keine Zeit mehr, mir einen neuen zu machen. Ich glaube, wir warten, oder? Ja. Ich muss jetzt sowieso erstmal hier gerade im Büro noch dingsen. Da hatte ich auch noch keine Zeit zu. Ja, ich muss noch 3 Überweisungen machen. Mhm. 4, ich will auch Geld. Okay. Wenn du mir ganz schnell deine IBAN schickst. Die kann ich auswendig. Genau, du sagst ja auf Sendung, was kann schon passieren. Uns hört doch eh keiner. Stimmt. Unsere einzige Hörerin ist heute wieder als Gast dabei. Nein, aber ich muss euch immer wieder. Ich weiß, ihr findet das immer lustig, aber ihr seid das einzige Mittel gegen Migräne. Ich würde das tatsächlich auf die Packung schreiben. Dann gucken wir mal, ob wir eine Krankenkasse finden, die uns unterstützt. Ja, ey, wer scheiß Homöopathie bezahlt? Ja, eben. Wir haben Wirkstoffe. Ja, und wir sind süß und kommen quasi als akustisches Globuli. Genau. Ja, wie putte Klo in Klobuli. Gut, das mit der Verdünnung müssen wir noch ein bisschen üben, aber...
Wir sind so dünn, wir sind schon überflüssig. Ach, 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 ach. Was gibt's Neues an der Front? Im Westen nichts Neues. Gut. Im Osten brennt die Hütte. Ja, also eigentlich wie immer. Ja, nee, Neues gibt's auch nicht, außer Dela entdeckt, dass sie eine Psyche hat, aber das ist ja wie immer. Ansonsten war heute hier groß Elend, weil der Mann jetzt seine letzten Kartons gepackt hat und morgen sein Zeug in die Schweiz gebracht bekommt. Mhm. Und jetzt steht hier bei mir auch eben alles voll mit Säcken und Kartons und Gedöns und Zeug. Ja. Aber nö, sonst alles stabil. Also, wie immer halt. Ja. Braucht jemand, kennt ihr jemanden, der ein Terrarium braucht? Ich möchte ein Terrarium loslaufen. Das ist nicht wieder. Au. Manche Probleme lösen sich ja auch von selbst. Braucht jemand Scherben? Nein, wenn ich Scherben haben möchte, kehre ich mein Leben zusammen. Ach, ach. Ja, wir haben ja schon lange nicht mehr aufgenommen. Ja. Und du weigerst dich ja, unsere letzte Folge zu veröffentlichen. Ja. Schade eigentlich. Auch wenn ich jetzt meinen Arbeitsvertrag unterschrieben habe. Ach ja, vielleicht zu Weihnachten. Das ist eine gute Idee. So. Ihr macht das falsch. Ihr denkt nicht kapitalistisch genug. Ihr müsst das als Bootleg schwarz verkaufen. Oh. So schön auf Vinyl gepresst. Für die drei Hörer, die ihr habt. Habe ich sowieso schon mal geguckt, was das kostet. Und wäre es nicht so unverschämt teuer? Dann hätte ich sowas schon längst getan. Also so Kleinserien, so 100 Stück oder sowas. Das ist gerade so an der Grenze zu unverschämt. Wir brauchen ja keine Kleinserie, wir brauchen eigentlich nur ein Muster. Ja, aber du kannst, ich glaube, dass den Anbieter, den ich gefunden habe, da war es egal, ob du eine oder 50 holst. Oh. Das ist natürlich Dings. Der schmeißt quasi nur einmal die Maschine an und lässt sie eine Stunde laufen, und was da rausfällt, kostet halt Festpreis. So wie wir. Ich frage mich tatsächlich, wie viel da das Rohmaterial kostet. Das kann doch eigentlich nicht teuer sein. Also das Teure ist tatsächlich die Maschine wahrscheinlich, ne? Und die Arbeitszeit. Ja, und du musst ja quasi ein Muster herstellen. Mhm. Und es mag sein, dass jetzt da draußen Hörer sind, die mich verbessern könnten, aber soweit ich weiß, heißt dieses Ding, dass da hergestellt wird, Mutter, und der Kerl, der das graviert, wirklich Mutter steht, ja? Ja, das habe ich auch schon gehört. Und das ist halt aus irgendeinem abriebfesten Material, und aus dem werden dann die ganzen Kinder gepresst. Mhm. We didn't need no water, let the Mutterstecher press. Genau. Das ist quasi es. Unsere Musical-Episode werden wir auf Vinyl aufnehmen. Oh, das ist eine vortreffliche Idee. Wenn man quasi das einmal so einen Stempel hat, dann geht's. Aber den musst du halt erstmal haben. Theoretisch müsste man das doch eigentlich mit so einer, also wenn man ganz, ganz zärtlich ist, mit so einem Trebel müsste man doch so ein Ding eigentlich schaffen. Wir können ja einfach mal drauf rumhauen und gucken, was dabei rauskommt. Schlechter als der Podcast kann es nicht werden. Das ist ein valider Punkt, ja. Und es wäre ähnlich entspannt. Ihr seid lustig. Nein. Doch. Wir sind müde. Was haben wir für einen Monat? Was haben wir für ein Jahr? Kalt. Weiter. Es gibt eigentlich nur zwei Jahreszeiten. Kalt und Heuschnupfen. Das ist alles, was du wissen musst. Ich und mag Karneval. Kalt. Ugh. Ich wurde jetzt auf Arbeit mit Karnevalsliedern konfrontiert. Wie geht's? Ja. Kindheitstechnisch lagen wir halt geografisch immer näher am Kölner Karneval. Weshalb
mir quasi völlig diese Welt des Mainzer Karnevals, da habe ich sehr, sehr wenig Berührpunkte mit. Hm. Mir war auch nicht klar, dass es da wirklich eine ganz eigene Karnevalsliederkultur gibt. Und Liederkultur, ist das so was Ähnliches wie ein Führerkult? Leider ja. da fallen sehr, sehr gruselige Musikstücke bei raus. Das letzte, was ich hörte, hatte so ungefähr den Refrain wie stoß nochmal auf nach der Leberwurst, ich riech Leberwurst so gern. Okay. Ich könnte mich nur von dir und der Leberwurst ernähren. Ja. Ja. Ja, nur, ich meine, mir ist ja so aus dem Kulturkreis das Prinzip Karneval sowieso schon völlig fremd. Also so ganz, 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 ganz fremd. Ich betrachte das immer so mit so einem Anthropologen-Augen von Weitem, aber von ganz weit weg. Ja, man soll sich ja auch nicht in andere Kulturen so direkt einmischen, wenn man ja, die beobachtet. Allem, ja, vor so allem erste Direktive und so Dinge, das kann ja nur schief gehen. Also rein vom historischen Standpunkt her kann ich das ja nachvollziehen, dass man das mal erfunden hat. Aber. 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 Napoleon ist tot. Echt? Wann? Scheiße, hab ich gar nicht mitgekriegt. Ich glaube heute vor 9 Jahren. Oh. Das war dann. Flo, erinnerst du dich nicht mehr an diese lustigen Gebäcke mit Vanillecreme, die sich dann nicht als Vanillecreme herausgestellt haben? Ich Nein. konnte es wirklich nicht wissen. Ich erinnere mich an gar nichts mehr aus dieser Zeit. Das lag an der Vanillecreme. An welcher Vanillecreme? Wer seid ihr? Vanillecreme. Das wäre schön. Dann hätte ich keine Knochen mehr. Also hier gab es immer so ein bisschen... hier gab es ja kein Karneval, hier gab es ja Fasnacht. Aber ich möchte meine Oma zitieren. Bleibt mir fatt mit dem katholischen Zeich. Aber tatsächlich, ne, das ist wirklich ein Katholen-Ding nur. Die, ja, die Evangelien machen das gar nicht. Ja, die feiern ja auch nicht. Die wandern aus. Ich weiß gar nicht, wisst ihr das? Haben die Evangelikalen auch so mit Essen und so und Fasten und Gedöns? Keine Ahnung. Ich würde aus dem Bauch raus sagen, ja. Bestimmt. Also quasi saufen die dann einfach vor dem Fasten, ohne sich zu verbrennen. Würde ich jetzt mal einfach so aus dem Bauch raus sagen, ja. Das klingt ziemlich... Ich würde sagen, heute ist das alles egal, weil Hauptsache ein Grund zum Saufen. Das ist richtig, ja. Wusstet ihr übrigens, dass ich mal zum Fasching, also bei uns gab es ja Fasching, wobei ich euch bis heute noch nicht sagen könnte, ob das zu der Zeit auch zur Karnevalszeit war oder was ganz anderes, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, dass ich mal ein Asterix war. Im Ernst? Ich hätte erst mal als Idefix gesehen. Ja, nee, Idefix hatte ich mit. Da gab es beim McDonald's gab es mal so eine Reihe, da konntest du so ein Idefix-Buch dir in der Junior-Tüte holen damals. Und das Coole war ja, mein Papa ist ja eine relativ stämmige Gestalt. Ich meine, mein Papa ist 1,90 groß und auch entsprechend straff. Und ich bin ja sowieso den ganzen Tag durch die Gegend getragen worden. Das heißt, mein Papa hat sich dann als Obelix verkleidet und ich eben als Asterix. Und hatte dann den kleinen Idefix im Arm. Das war voll cool. Wie cool. Aber das ist tatsächlich die einzige Faschings-Assoziation, die ich kulturell habe. Nee, alle Erinnerungen, die ich daran habe, sind furchtbar und beziehen sich auf Kindergarten und Grundschule. Genau das. Ich war mal eine Ente. Du bist immer noch eine Ente, Schatz. Und ein Frosch. Du bist immer noch eine Frosch-Ente, Schatz. Das ist die Ente. My only friend. Wurde ich als Pflanze verkleidet, weil man das Froschkostüm einfach weiter benutzt hat und Sachen dran gehängt.
so Blüten und so. Okay. Weil ich bin ein Blümchen. Ja schon. Ihr hattet ja Frischgeld? Ich bin ein dickes Blümchen. Gehirne, ey. Ein dickes Blümchen wäre dann quasi Jasmin Wagner Pizza, oder? Apropos Pizza. War es der Postillon, der das geschrieben hat mit Karneval? Mhm. Die Pizza 5 Jahreszeiten? Aber Postillon ist ja momentan sowieso sehr pizza-orientiert. Jetzt haben sie ja herausgefunden, dass die Himmelsscheibe von Nebra Pizza-Rezept ist. Ja. Und das hätte mir damals das Segeln so viel einfacher gemacht. Die Pizzascheibe von Nebra. Ja. Ihr glaubt ja gar nicht, wie bescheuert man wird, wenn man tatsächlich versucht, eine einzelne Sternkonstellation irgendwie in halbwegs vernünftiger Form auf eine Platte von Wolle zu basteln. Ach. Ach, 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 ach. Ach, 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 ach. Ja, so ist das. Ich bin Ole, das ist Sven. Pop, das ist Sven. Wo wir gerade bei den lustigen Fernsehreferenzen sind. Ich hätte ja demnächst eventuell einen Anschlag auf mich vor. Der, von dem du geschrieben hast. Genau, Ostkultur. Nämlich Krabbit und Sauerampfer würde ich gerne mit euch gucken. Ihr könnt euch aus könnt euch das auch aussuchen, ob es bei mir oder bei euch macht. Aber ich glaube, da hättet ihr auch euren Spaß dran. Ich habe den Wikipedia-Artikel dazu mal überflogen. Ja. 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 Da möchte ich mich dir anschließen. Ja. Und zwar anders als sonst, sonst ist es ja mal eher nee. Nein, das ist tatsächlich ein Film, mit dem bin ich aufgewachsen. Den habe ich genauso wie die Olsenbande-Filme bestimmt 20 Mal in meinem Leben gesehen. Und der wird nicht alt. Der wird wirklich nicht alt. Der ist bis heute noch gut. Ich sage nur, Pilze sammeln in München. Ja, klingt gut. Und den gibt's auf YouTube, den kann man auf YouTube gucken. Muss man zwar bezahlen, aber es ist okay. Zumindest ist auch zugänglich. Wie geht denn das dann mit dem Bezahlen bei. Wird das dann einfach übers Google-Dings abgerechnet, oder? Ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung, aber ich denk's mal. Da müsste ich ja bei meinem Google-Dings noch ein Zahlungsdings hinterlegen. Also nur da hole ich dir einen Gutschein zu. Das ich wollte gerade sagen, Tankstelle ja, und Gutschein geholt. Ja, ja. Meine Kontodaten kriegen die auch nicht. Ja, die krieg ja nicht mal ich. Das hätte ich jetzt was überwiesen. Ich musste gerade Konzertkarten bezahlen. Ah. Und zwar nicht an mich, sondern an jemanden, der die für mich mitgekauft hat. Die 10 angekündigten Konzerte, es werden nur 3, die ich mitmache. Hm. Aus verschiedensten Gründen. Und weil Alt- und Hexenschuss beim letzten Mal. Auch das, ja. Oh, das hat wehgetan. Ich glaube aber, es sind auch welche dabei mit Sitzplätzen. Zur Null sagt Bescheid, dann leih ich noch meinen Rollstuhl. Eieieiei. Ach ja. Ich werde morgen auch auf ein Konzert gehen. Oh, ja, da bin ich gespannt, was du erzählst. Tauben die live? Ich war noch nie live bei denen. Ja. Die sind mit das Beste, was ich bisher live so gesehen habe. Einfach sehr, sehr sympathisch. Sehr gut. Viel Spaß. Vielen Dank. Bin gespannt, wie das drumherum noch ist. Ich habe auf YouTube mal reingehört. Die eine Band, die noch spielt, heißt Kaiser. Die klingen ein bisschen wie die Toten Hosen jetzt. Oh. Okay. Also vielleicht kann man sich einfach diese Vorband sparen und geht Burger essen in der Zeit. Und Sonderschule spielen noch. Aber das ist ja auch Sonderschule ist gut.
Muss man Laune dafür haben, aber eigentlich darum geht. Genau. Ja, und da die ja mit Dritte Wahl zusammen da was aufgenommen hatten, denke ich mal, wird es da Überschneidungen geben. Das ja, kann ich mir gut vorstellen. Könnte lustig werden. Jetzt haben sie mich rausgebracht. 99, 100, 100. 100 und die letzte Zahl ist 8. Das kann ich mir tatsächlich... Warum verkleidest du dich nicht mal als Grafzahl? Ja, aber dann als der, den sie dabei Alliteration am Arsch dieses Video haben, wo sie das Wort Count rausgenommen haben und einfach leer gelassen haben. Und falls ihr das noch nicht gehört habt, ich glaube die vorletzte Folge oder so, ich gucke nicht nach, welches war, hört es. Es gibt es auch auf YouTube, glaube ich. Ja, Count censored. Jetzt müsste das doch sein. Jetzt ist hier wieder irgendwas. Ja, der Flo sendet was. Nein! Ich sende nicht, ich habe nur auf YouTube doch. Geklickt. Ja, man hört's. Also, ich weiß ja nicht. Ich glaube einfach, du hast Internet über Mikro. Du hast dein Modem direkt in dein Headset geflanscht. Als hätte ich hier Internet. Ja, eben. Das sind einfach nur so Piepsignale, die irgendwo... Also, ich schmeiße es dir schon mal zu, wenn es da piepst, weil dann kennen wir das vielleicht in den... Wir haben keine Shownotes, oder? Wollte schon sagen, muss ich etwas sowas schreiben wie Shownotes? No Notes. Aber bis jetzt noch nichts hat uns jetzt das Eichhörnchen schon getoppt, das wir damals im König Google Dame Gast hatten. Und ich frage mich bis heute, was das war. Ich habe keine Ahnung. Ach, Technik ist doch Eichhörnchen. Was. Das willst du nicht wissen, es hat es auch nicht überlebt. Ach nein, das war die Maus bei Jonas, die es nicht überlebt hatte. Also wir hatten tatsächlich schon viel Spaß in dem Format. Meistens unabsichtlich, aber sehr viel Spaß. Ja. Ja, ich bin ja momentan dabei, Flurrollen zu häkeln. Und ich weiß nicht, womit ich diesen Fluch der Götter auf mich geladen habe, dass ich immer Ja sage. Also im Sinne von... Nein. Von Klopapier oder im Sinne von drüberziehen? Nein, im Sinne von drüberziehen. Okay. Wobei Klopapier häkeln wahrscheinlich auch eine... interessante Möglichkeit wäre. Ja, kann man dann waschen, das ist ganz nachhaltig. Das Schlimme ist, wenn du das, ich meine, Gott sei Dank hört uns niemand, aber ich wette mit dir, es gäbe jemanden, der Ja sagt. Davon bin ich kürzer. Und an dieser Stelle sei nochmal eine freundliche Drohung an den Herrn Zweikatz ausgesprochen. Ich vergesse nie. Ich schon. Mein Dela-Garten ist weg. Hab ich euch das schon erzählt? Oh. Nein, hast du nicht, aber es ist traurig. Ja, wir haben doch wegen Umzug und so weiter. Also bei mir dauert es ja noch ein paar Monate, bis ich weg bin. Mhm. Aber wir müssen ja hier schon ein bisschen vorbereiten und so. Und der Mann hat seine und meine Pflanzen ans BAK gespendet. Weil die wohl viel für so Seniorenheime und so weiter eben solche Pflanzenspenden suchen. Mhm. Weil das ja nun auch gerade bei Demenz und so weiter, das sind halt Abläufe, die Leute noch
kennen und können. Ja, ja. Und das wohl auch therapeutisch wohl ganz sinnvoll wäre. Und jetzt habe ich meine große Palme und die drei großen Bromelien im Zeug. Nee, Begonien, nicht Bromelien, Begonien. Die sind jetzt alle weg und jetzt ist ja alles furchtbar leer. Oh nein. Aber dafür habe ich bald einen ganz großen Garten. Ich kann ganz viel Unsinn machen. Und ich bin momentan in das Mittel der Speichbauer Gesundheit. In das YouTube-Loch mit den Teichbauern gefallen und das ist alles ganz fürchterlich. Ich sehe mich schon da, ich habe ja so meinen kleinen Dela-Spaten. Es wird alles ganz übel enden. Was haben Sie denn da? Das ist mein kleiner Dela-Spaten. Ist da Blut dran? Ja, das muss so. Hahaha. Wollte ich mal gesagt haben. Man merkt auch gar nicht, dass ich ein bisschen abgelenkt bin. Nee. Ich bitte dich, du bist abgelenkt. Habe ich von mir erlebt. Dabei habe ich mit dem Zeug, das ich eigentlich zur Ablenkung geplant hatte, für heute noch nicht mal angefangen. Das heißt, du hast deine Hose noch an. Das geht auch durch die Hose. Ja. Ach so, ich kriege den Technik. Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Weil ich muss ja Dinge tun noch. Endlich so. Nicht mehr müssen. Ach, nachts raus muss ich auch. Das Schlimme ist, dann schlafe ich oft nicht mehr ein. Der Trick ist. Es ist doch nicht einfach so, als hättest du vorher geschlafen. Ja, das auch. Der Trick ist einfach nicht ins Bett zu gehen. Das Schlimme ist, also ich schlafe hier tatsächlich ein klein wenig besser im Moment. Ich weiß nicht, ob ich es auf die Decke schieben kann, denn wir haben es so lange nicht mal aufgenommen, du weißt es noch gar nicht. Ich habe mir eine dieser Therapiedecken gekauft. Ja. Und es tut tatsächlich gut. Es ist kein Wundermittel, aber ich merke, dass sie eine beruhigende Wirkung hat. Und sei es nur, dass man mit dem Gewicht drauf einfach nicht so hektisch atmen kann. Nicht mehr so viel Luft bekommen. Außerdem entwickle ich Muckis. Ja. Weil ich muss hier dann wieder drunter raus. Und das Beruhigende ist wahrscheinlich die Möglichkeit, dass man einfach am nächsten Tag nicht mehr aufwacht. Ach, wäre das schön. Ach, ich weiß, warum wir Freunde sind. Nein, und ja, also ich schlafe tatsächlich ganz gut damit. Ist jetzt noch nicht so lange, ist jetzt, keine Ahnung, morgen ist Freitag, das sind 2 Wochen. Also. Wie ist denn da so die Mechanik dahinter? Also rutscht ihr, also ich hätte ja ständig Schiss, dass mir das Ding vom Bett rutscht und ich hinterher, weil ich schwach hab und so. Ja, da die, das sind kleine Glaskugeln drin und die sind in so kleinen Fächern inmitten der Decke. Das heißt, es kann nicht sein, dass das Gewicht komplett auf eine Seite rutscht, sondern es ist immer doch größtenteils verteilt. Ja, okay. Wenn sie mal runterrutschen sollte, dann liegt man halt ohne Decke da, weil man kriegt sie nicht mehr hoch. Ja. Aber ja, es passiert normalerweise nicht. Man kann sie auch nicht einfach wegstrampeln. Also das ist auch eigentlich nicht möglich. Ja, bei mir hat sich das tatsächlich mit dem Schlafen momentan auch ein klitzekleines bisschen gebessert, weil ich im Gegenteil dazu gegangen bin, meine richtige Bettdecke auszusortieren, weil ich sowieso mehr oder weniger 2/3 der Nacht damit gekämpft habe, dass der Bettbezug auf der Decke bleibt und nicht irgendwie sich um die Dela schwingt. Und bin jetzt dazu übergegangen, dass ich einfach hier so eine Plüschdecke hier, so eine Tagesdecke im Prinzip habe. Gut, ich denke zwar immer, wenn ich sie wasche, dass ich von einem wilden Zebra angegriffen werde. Aber so vom Zurechtknudelfaktor her ist das deutlich einfacher zu handeln für mich.
Ja. Ich hatte letztens, keine Ahnung, mitten in der Nacht das Übliche. Ich schlurfe zum Pinkeln, ich schlurfe zurück, ich dämmere wieder ein. Das Telefon klingelt. Okay. Das taugt nix. Nee, vor allem so ein Klingeln, wie so ein Ping-Anruf, nur halt mal ohne Nummer. Und das habe ich so oft, so regelmäßig. Ich habe keine Ahnung, woher. Ich glaube, ich sperre einfach alle Anrufe ohne Nummer und habe dann Ruhe. Wenn ich schlafe oder so, kriege ich es nicht mit. Aber wenn man nur so im Dämmerschlaf ist, ja, das ist richtig. Dann sitzt du im Bett, aufrecht. Und das ist einfach scheiße. Oh. Viel Spaß habe ich zurzeit mit meiner Heizung, weil ich ja hier so eine Gaskammer habe. Und du bist 5 Minuten eingeschlafen, fumm, geht die Flamme an. Bist du wieder 5 Minuten eingeschlafen, fumm, geht die Heizung wieder an. Du wirst bescheuert. Ja. Das ist, Mit dem Schlafen ist das schon echt eine Sache. Das gehört einfach abgeschafft, der Mist. Das ist. Nee. Doch. Alles andere gehört abgeschafft. Ja, nee, die Notwendigkeit gehört halt abgeschafft, weil das funktioniert doch hinten und vorne nicht. Entweder man ist 3 Stunden am Schlafen oder 20. Und dazwischen. 20 Stunden, ach. Och, das geht, das ist alles eine Frage der richtigen Tabletten. Ja. Selbst dann hätte ich keine Zeit. Gut, dumm ist das nur dann, wenn du es nicht mitkriegst. Das ist mir auch schon passiert, aber. Erzähl mal was. Was hast du denn so gemacht seit unserer letzten Dings? Ich habe meinen Schlafrhythmus geschafft. Yeah. Ja, ich glaube, das war schon alles. Dadurch, dass ich... Es geht aufs Jahresende zu. Oh, ja. Alle Welt bekommt Jahresabschlusspanik, was auch Job 02 betrifft. Was zur Folge hat, dass wir da quasi gerade jede freie Minute reinhängen, um noch dieses Jahr fertig zu werden, weil wir sonst nicht bezahlt werden sollen. Wundervoll. Weil natürlich das Geld verfällt mit Abschluss des Jahres. Ja, natürlich. Weil so ist das halt mit Geld. Ja. Seufz. Deswegen wurde Wasser einfach jetzt konsequent mit Mate ersetzt. Und Schlaf fällt jetzt weg. Beziehungsweise so in den Morgenstunden, so von 5 bis 9 oder sowas. Das ist dann die Zeit, wo es ein bisschen ruhiger wird. Ja. Sagen wir so, um 9 sitze ich schon ein paar Stunden im Büro. Ja, ich habe das große Glück, dass wir erst um 10 anfangen auf Arbeit. Ja. Na gut, und ich habe dadurch das Glück, dass ich um 16 Uhr Feierabend habe. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Richtig. Was gab es denn sonst noch Tolles? Arbeitsvertrag unterschrieben. Das war mal wirklich Job und so. Das ist doch was Gutes. Das hoffen wir alle sehr. Das heißt, die Wohnungssuche wird bald losgehen. Das ist doch nichts Gutes. Ja. Das stimmt. Was gab's denn noch Schönes? Ach, ich weiß nicht. Ich vergesse viel. Ich liegt auch. Daran, dass ich so wenig schlafe. Das ist, glaube mir, das ist gut so. Was ist gut so?
Oh, ich war hier beim König Bube Dame Gast zu Gast. Yay! Das war lustig. Ja. Ich erinnere mich nicht. Man muss immer noch irgendwie, wir müssen dich einfach fesseln. Dann bist du einfach Stammbesetzung. Ja, willst du meinen Stamm besetzen? Willst du mich fesseln? Ja. Dann haben wir das ja geklärt. War ja leicht. Nein, es ist aber tatsächlich so. Ich meine, ich hege ja große Sympathien für Refugee-Jungs, das wissen wir ja alle. Aber es ist tatsächlich so, in den Folgen, wo du da bist, habe ich endlich mal einen vernünftigen Menschen da sitzen, der versteht, wovon ich spreche und der meiner Meinung ist. Also nicht immer, aber wenigstens nicht so wie die anderen beiden. Ich weiß nicht, was sie damit sagen will. Es ist auch jedes Mal toll bei euch. Ach so, es macht ja immer wieder Spaß. Find ich nicht. Ach, du bist doof. Wir kennen das alles viel schlimmer. Ja. Ja. So, speichern. Ich habe überlegt, mir mal ein richtiges Mikro anzuschaffen und nicht dieses, was eigentlich für Stärkeaufnahmen gedacht ist. Was zwar nicht schlecht klingt, wie ich finde, aber so ein richtiges wäre schon mal cool. Vielleicht dann mit der neuen Wohnung direkt eine kleine Sprechecke einrichten. Wenn du einmal Kartons brauchst, machst du mir Bescheid. Mach ich. Hast du eine Diät gemacht? Nein, das war eine Verstärkerabnahme. Ja, es tut mir ja auch leid. Es ist schön, dass es dir auch auffällt. Aber ich bin jetzt fast nicht mehr abgelenkt. Yay! Ich habe jetzt den Computer gerade ausgeschaltet und muss jetzt nur noch zurück ins Bett. Und das ohne große Interferenzen, das ist ja super. Und da waren sie gerade wieder. Ja, ich wedle auf dem Handy hinter dem Mikro rum. Ach, ich habe immer noch keinen Tee. Ach, was soll's. Ich muss ja sowieso noch gleich was essen gehen. Was gibt's denn? Ich habe heute auch noch nicht gegessen. Wenn ich das wüsste, wäre ich einen Schritt weiter. So. Was ich heute auch noch nicht gemacht habe, ist nach meinen Comicstrips geguckt. Deswegen werde ich das jetzt im Hintergrund weiter als Ablenkung machen. Und wenn ich einen lustigen finde, werde ich den dann natürlich, oder einen besonders bescheuerten, euch auch mitteilen. Yay! Apropos Comicstrips, ich habe Cosmo und Wanda geguckt. Ui! Weil ich mag Cosmo und Wanda. Und stellte fest, sie haben, also das wusste ich ja, aber ich stelle es mal wieder fest, sie haben einen lustigen Humor. Timmy ist ja die Hauptperson mit den zwei helfenden Elfen. Wir brauchen Timmy! Und der hat eigentlich vier Freunde, aber zu denen war er sehr doof, deswegen mochte ihn seine Freunde nicht mehr und haben eine Allianz namens Vier gegen Timmy gegründet. Das fand ich schon irgendwie lustig. Du meinst, das könnte eine Anspielung sein? Nein. Wie hießen diese Comic-Serie so 2000er mit Perry dem Schnabeltier? Phineas und Ferb, da habe ich letztens auch wieder ein paar Folgen geguckt. Das muss ich mir auch echt mal wieder antun. Die machen echt noch Spaß. Also für eine Disney-Serie haben die doch einen interessanten Humor. Habt ihr übrigens mitgekriegt, es gibt jetzt alle Buffy-Staffeln auf Amazon. Alle Staffel-Buffeln? Genau. Kätzchen-Poker. Übrigens, Kätzchen-Poker. Gute Idee. Wir hatten ja... Wir laden den Spotto ein. Ja. Nein, wir hatten doch tatsächlich eventuell, möglicherweise, ich weiß immer noch nicht, ob wir das tatsächlich machen, vor, wenn ich denn da bin, über Weihnachten und so, dass wir eine kleine Silvestergala machen. Und da könnten wir Kätzchenpoker spielen. Wer weiß, ob da nicht vielleicht auch irgendwas für den Alt und Verbittert rausfällt.
Und sei es nur was Verbittertes. Genau. Hängende Hoden. Ansonsten machen wir halt kaputt und verbittert. Mal gucken, wer kommt. Ich kenne genug Leute, die verbittert und verbittert sind. Ja, aber wie gesagt, ich weiß halt allgemein noch nicht, wie es wird und ob überhaupt wird und bla. Weil momentan ist über 3 Tage hinaus Plan schon eine ziemliche kognitive Leistung bei mir. Sie hat Kock gesagt. Wie man merkt, bin ich geistig vollkommen auf der Höhe. Ich hab dich vermisst. Ich bin so kaputt, das gibt's nicht. Es wird alles ganz großartig. Ja, wir gucken mal, also wenn's je nachdem wie Silvester bei mir wird, bin ich dabei. Da ist die Planung ja auch noch etwas spannend. In den Sternen, sag ich mal, ja. Entweder es gibt Raclette oder nichts. Nichts. Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe in den letzten Jahren auch Weihnachten immer groß gekocht. Ich habe noch gar keine Ahnung, was ich dieses Jahr irgendwie machen könnte. Vielleicht gehe ich ins Bett, wenn der Urlaub beginnt und stehe dann nächstes Jahr wieder auf. Ja, bei mir ist halt auch die Frage, entweder verbringe ich diese Zeit des Übergangs in meiner Badewanne und hoffe, dass ich ertrinke, was der normale Verlauf der Dinge wäre. Oder ich suche mir eine größere Badewanne, in der ich möglicherweise ertrinke. Aber das ist eine Frage der Zustände. Ich habe hier einen regelmäßig sehr unlustigen Comicstrip, den ich aus irgendeinem Grund trotzdem sammle. Nämlich Broomhilda. Wie der Name schon sagt, es geht um eine kleine, dicke Hexe. Und sie sagt, das Kind sagt, I'm not going to school today. It's cold and flu season. Und sie sagt, cold and flu season lasts for a month. Das Kind sagt, das ist ja noch besser, als ich gehofft habe. Und sie guckt ihn an und sagt, hier hast du ein Taschentuch, verpass nicht den Bus. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass du solche Comics liest, ist auch der Grund, warum du uns gern magst. Ja, du hast sehr geringe Einsprüche. Ihr seid ja auch nur Karikaturen eurer selbst. Das sowieso, das auf jeden Fall. Und dazu noch mit einem ziemlich beschissenen Zeichner. Ja. Vor allem der Hendrian. Hey. Ich sehe wirklich so aus. Ich fand das etwas beängstigend gestern, dass mich nicht nur meine Kollegen auf Arbeit, sondern sogar mein Dönermann fragte, ob alles okay wäre. Ich sehe so mitgenommen aus. Lustig fände es, wenn das ein Taxifahrer gefragt hätte. Ja, ich hatte kurz ein bisschen Sorge, ob der Dönermann mich auf seinen Spieß, aber ich bin heil davon gekommen. Ja gut, diesen Effekt hat den Schockeffekt für mich ein wenig verloren, weil ich das gewöhnt bin, dass mich im Sommer jeder Paketdienstmensch immer fragt, ob ich denn gerade geweint hätte, weil ich dann aussehe wie Karnickel und feuerrote Augen und am Heulen und so, weil wegen böse Pflanzenwichse und so Zeug. Aber war bis jetzt jedes Jahr so, also jeder Paketdienst fragt mich immer, ob ich gerade geweint habe. Okay. Mich fragt keiner, dabei wäre die Antwort immer ja. Aber kommen wir noch mal kurz auf das Thema Döner zurück. Gibt es in eurem Kulturkreis das Prinzip Dönernudeln? Nein. Ist das was Sexuelles? Bestimmt, aber... Nein, das ist zum Beispiel so eine ganz komische Sache. Wir haben ja hier 1000 Dönerbuden und Zeug und so weiter. Und keiner kennt davon das Prinzip Dönernudeln. Das ist halt ein Nudelauflauf mit einem Schwung Tzatziki in Tomatensauce und Dönerfleisch und mit Käse überbacken. Das Gericht kenne ich, aber nicht als Dönernudeln, sondern mehr so Gyrosauflauf oder sowas. Okay. Das scheint hier so überhaupt nicht zu existieren. Das finde ich immer putzig.
Aber mein Highlight war ja letztens das indische Restaurant Burberry. Ja. Das dann groß draufgeschrieben hat auf seine Reklame. Ja, wir servieren jetzt seit neuestem übrigens orange Gerichte. Ah, was gab's denn da vorher? Ich will gar nicht fragen. Hier ist ein Comicstrip, wo sich zwei Typen gegenüberstehen. Und der eine sagt, also der eine hat einen Hund an der Leine, der andere sagt, ich bin nicht so ein richtiger, so ein Hundemensch. Da sagt der andere, mein Hund ist ganz freundlich, du kannst ihn ruhig mal streicheln. Und er beugt sich runter und versucht den Hund zu streicheln und der Hund schreit, gegen den Strich, du hast mich gegen den Strich gestreichelt. Und im letzten Bild laufen lauter Hunde mit Fackeln und Mistgabeln in den Typen. Ich hatte heute auch ein Hundeerlebnis im Aufzug der Arbeit. Stieg im 5. bei uns in den Aufzug und im 4., was auch noch zur Uni gehört, stieg ein Mensch mit einem Hund. Ich weiß nicht, was das für ein Köter hat sein sollen. Irgendwas so Jagdhundmäßiges ein. Schon so ein bisschen was Höheres. Danke. Und ich guckte diesen Hund an, der gerade so in den Aufzug passte und bekam als Antwort, keine Sorge, der beißt nur einmal, mehr braucht er nicht. Sympathisch. Ja. Ich hätte gesagt, ich muss pupsen, wenn ich nervös bin. Glaub mir, das hat der Hund schon erledigt. Ja, ich habe letztens auch wieder einen neuen Freund gewonnen. Ich war ja jetzt vor ein paar Tagen bei mir auf Arbeit, also im Büro, und da war auch vorne am Ausgang war auch irgendein Mensch mit unbekanntem Hundi. Unbekanntes Hundi war ungefähr dreimal so groß wie ich, was jetzt nicht ungewöhnlich ist. Ich meine, alles ist dreimal größer als ich. Selbst Biber, wie wir ja gelernt haben. Und auf jeden Fall machte dann halt so internationales Friedenszeichen und so. War auch alles cool. Und auf dem Weg nach draußen liefen mir plötzlich Hundi hinterher. Und wollte nicht mehr weggehen. Und Hundi war nicht angeleint und Dela im Rollstuhl. Und was tust du da? Die ja, Kamera draufhalten. Ich vermute mal, das war so der Moment Essen auf Rädern. Aber es kam dann nicht zum Äußersten. Aber so richtig geheuer war es mir nicht. Das glaube ich. Das ist doch gefährlich, sowas. Der Hund hätte sich an den Schrauben verschlucken können. Hallo, hätte er jetzt eine deutliche Absichtserklärung von sich gegeben, hätte ich mich da ja auch kooperativ gezeigt. Ich meine, man will ja dem armen Tier auch nicht schaden, ne? Aber... Aha. Ich bin mit den Teleskopnägeln, wäre es dann schwierig geworden. Tja. Hier fragt das Schwein das Zebra, wo es denn heute Morgen war. Und da sagt das Zebra, ich war in der Kirche und hab gebeichtet. Da fragt das Schwein, muss man in die Kirche gehen, um zu beichten? Nein, das kannst du eigentlich überall machen. Da steht das, stellt sich das Schwein auf seinen Barhocker und schreit, I am so lonely, so I spend all my days on my phone in hopes of making personal connection that never comes. Das Zebra sagt, naja, es war eigentlich eine andere Art von Beichte. Und das Schwein sagt, warum starrt mich jeder an? Ja. Das ist alles so dingsig. Sind wir schon da? Machen wir eigentlich morgen irgendwas? Nein. Irgendeine Art von Special, weil es ist ja Roy Black Friday. Warum nehmen wir denn heute auf? Du fragst mich Sachen, du hast gefragt. Nein. Ich hatte letzte Woche gefragt, du hattest mich heute gefragt. Ach, verdammt. Aber wie gesagt, es wird eh nicht besser als die Bücher über den Riesentausendfüßler und dann Insektenschutzmittel als Empfehlung zu bringen. Von daher. Ich habe
Überwachungskameras und auch in kleineren so Wildkameras gesucht, beruflich. Und da gibt es dann gerade bei diesen Überwachungskameras, die dann so Aufnahmen machen bei Alarm, gibt es welche, die schreiben hin, ja, wir machen schon 5 Sekunden vor dem Alarm eine Aufnahme. Und ich denke, was? Okay. Entweder macht er die ganze Zeit die Aufnahme und speichert einfach 5 Sekunden länger ab. Oder er sendet die Meldung erst 5 Sekunden länger raus und fängt schon, was? Aber ich finde ja immer wieder und immer wieder toll dieses Frage- und Antwort-Spielchen da auf der Amazon-Seite. Ah. Funktioniert der Artikel auch so und so? Dann kriegt jemand diese Frage, geht auf die Seite, loggt sich ein und schreibt als Antwort, keine Ahnung, es war ein Geschenk. Ja, das ist aber halt auch, weil sie wirklich diese dämlichen Fragebögen, ja, Menschen sowieso, aber die bestreuen die auch vollkommen idiotisch. Also ich hab teilweise diese E-Mail sogar schon gekriegt für Produkte, die ich nie gekauft habe. Ja, ja. Okay. Aber wirklich, das sind Leute, warum loggst du dich ein und schreibst dir, das kostet doch alles Zeit und schreibst rein, keine Ahnung. Dann gibt mir doch gar keine Antwort. Ich verstehe die Menschen nicht. Sie sind einfach dumm und Sie sind halt Menschen, das ist halt so. Und es wird nicht weniger dumm. Schwabbeli, wabbeli, 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 war. A roter Käse. Nee. Ich könnte mich jetzt über Sozialromantik aufregen, aber ich glaube, das lasse ich. Wie du magst. Nee. Wie du magst. Ich sollte vielleicht ins Bett gehen und vorher ein paar Tabletten nehmen, egal welche. Hauptsache viel. Gott, zum Glück ist morgen Freitag, ey. Na, das klingt doch nach einem echten Schnapper. Ein Smart-TV mit Android, TV-Fernbedienung mit Mikrofon und Amazon Prime. Oh. Nein. Da kannst du den Podcast mit deiner Fernbedienung aufnehmen. Der neue Scheiße heißt. Ja, ich habe ja tatsächlich ab und zu mal aus reiner purer Freude Spaß mit dem Google-Assistenten. Also ich habe den normalerweise immer deaktiviert und alles, aber gelegentlich mache ich mir mal den Spaß draus und jetzt bin ich ja nun nicht unbedingt der Mensch mit der reinesten hochdeutschen Sprache. Es ist sehr viel Spaß, wenn er versucht, einen von Dela in gut und erzgebirgischen Dialekt geäußerten Kommentar zu verarbeiten. Wir haben übrigens, falls ihr denkt, dieser Podcast ist ein bisschen eingeschlafenerweise dingsig, Zeug, tot. Stimmt. Wir haben Ideen, die wir auch nicht umsetzen werden, aber wir haben Ideen. Genau. Vor allem, da unser Format wahrscheinlich im März sowieso ausläuft. Davon Yay. Wusstest du übrigens noch nichts. Ich hatte es gehofft. Surprise, surprise. Da ich natürlich ein Idiot bin und vergessen habe, die Rechnung für den Anbieter zu bezahlen, hat dieser zum 1.3. das Paket gekündigt. Yay! Ja. Ihr werdet keine Wahl haben. Entweder wir ziehen das Ganze um. Nein. Oder wir hängen das Ganze an Dachbalken. Ich bin für Dachbalken. Ja, ich bin generell auch immer für Dachbalken, aber was ihr als Personen macht, das ist ja die eine Frage. Aber ich sage mal so, die Lebendigkeit des Podcasts würde weniger unter der Lebendigkeit von euch als Person leiden können. Also, ich von bin daher, dafür, dass das hier endet und was immer darauf folgt, das entscheiden wir dann, wenn es soweit ist. Genau. Aber liebe Hörerschaft, macht euch keine Sorgen, da ich die beiden brauche. Liebes Hörerschaft.
für meine psychische Gesundheit und meine Kopfschmerzen werde ich sie im Notfall, wie gesagt, in irgendeiner restriktiven Maßnahme zur Zwangsarbeit verdonnern. Ach, fuck. Nein. Ich weiß, wo ihr wohnt. Ja, und? Ich habe ein Beil und einen Spaten. Ja, und? Wenn du dich an den Dachbalken hängst, kommst du nicht ran. Weiß ich, wo ich dich ausbuddeln muss. Ich hänge ja da noch da. Und wackle im Wind. La 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 la. La. Wind. Dann müssen wir bis dahin noch Invader Sim fertig kriegen. Ja, wie sieht's denn aus, Flo? Ich habe die letzten zwei Folgen geguckt vor ein paar Monaten, habe keine Ahnung mehr davon. Sehr gut. Hast du sie geguckt? Gut, dann machen wir es nächstes Mal. Ich habe sie geschaut. Ah, gut. Aber ich war sehr unamüsiert. Ach so. Ja. Ich guck mal, welche Folgen das waren. Ich glaube, es waren auch keine so richtigen Highlights. Nein, die letzten beiden. Schwein gehabt, Gas? Nein, das hatten wir schon. Das nein, der Bratkönig, der aus dem All kam. Genau. The Fry Cooked Cook, What Came From All That Space. Ich mag das All That Space. Und die Folge Das schrecklichste Weihnachtsfest aller Zeiten. Ja, die mochte ich eigentlich auch nicht. Irgendwie. Ja, da sind wir ja durch. Ja. Gut. Gut. Das war unsere Besprechung von Invader Sim. Es gibt noch einen Film, den besprechen wir nicht. Und nächste Woche fangen wir dann mit einem weiteren kleinen Klassiker an. Was? Klar, das würden wir nächste Woche aufnehmen. Ich dachte an was. Was Romantisches? Nein, nein. Mit Gleitgel? Lieber. Gleitgels. Ich möchte mich übrigens an dieser Stelle immer noch mal bedanken für das wundervolle Wort Gefühlshubi-Flubi. Es ist tatsächlich voll in meinen Sprachgebrauch übergegangen. Sehr gerne. Ach. Das, alles, was so vergessen ist in der Zeit, wo wir nicht aufgenommen haben. Ich habe doch auch Filme geguckt, wo ich eigentlich drüber reden wollte. Na dann. Mir fallen sie aber nicht mehr ein. Wie hieß der denn? Wir sind total gut vorbereitet auf diese Sendung. Das ist der Wahnsinn. Nee. Oh Gott, wie heißt der Scheißfilm? Blöd ist, der hat auch keinen Wikipedia-Artikel. Was schon so ein guter Film. Immer ein gutes Zeichen ist. Ich komme nicht mehr drauf. Zähl mal die Drogen aus Fear and Loathing in Las Vegas. Eine davon war's. Irgendwas mit Adrenalin. Ich kann nicht. Ach, komm, dann geht's jetzt halt los. Also fangen wir mal jetzt richtig an mit den Themen.